Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FX Flat Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader zu dem heutigen Webinar. Vielleicht direkt zu Beginn die kurze Frage, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Dann weiß ich, dass alles soweit passt. Okay, das scheint zu funktionieren. Okay, vielen Dank für das Feedback. Super. Ja, dann können wir direkt anfangen. Heutiges Thema des Webinars ist ja Fundamentalanalyse, News und Research mit der Trader Workstation. Ich denke, das ist mal ein etwas anderes Thema als die anderen Webinare, die wir so in der Vergangenheit durchgeführt haben. Da ging es ja schwerpunktmäßig immer so um Charttechnik oder Trading-Strategien, Optionsstrategien. Und Fundamentalanalyse haben wir eigentlich da noch nicht so oft behandelt, aber ich denke, das ist auch sehr, sehr interessant und gerade die Trader Workstation bietet sehr viele interessante Tools und davon möchte ich Ihnen einfach einiges mal heute zeigen. Wer von Ihnen also wer von Ihnen nutzt denn schon Tools aus der Trader Workstation? Vielleicht können Sie kurz Ja oder Nein reinschreiben. Dann weiß ich so ein bisschen, ja, vielleicht wie die Verteilung ist. Okay, die meisten schreiben nein. Okay, gut. Ja, ich möchte Ihnen einfach ein paar Dinge zeigen, die halt möglich sind mit der Trader Workstation. Und deswegen möchte ich Sie auch gar nicht jetzt so sehr mit der Theorie oder mit verschiedenen Kennzahlen hier langweilen, sage ich mal. Also ich sag mal so ein paar Begriffe wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Dividendenrendite oder so sollten Sie einfach schon mal gehört haben. Ja, das werde ich jetzt nicht im Detail erläutern und auch nicht auf jede einzelne Kennzahl natürlich eingehen, sondern einfach Ihnen mal zeigen, wo Sie überhaupt die Kennzahlen finden in der Trader Workstation. Ja, und dazu möchte ich einfach auch direkt in die Trader Workstation wechseln. Vorher möchte ich Ihnen aber noch zeigen, wo Sie auch die Aufzeichnungen der anderen Webinare finden. Ja, unter Training und dann Videos können Sie hier auf den Button klicken zu den Videos und zwar in der Kategorie Trader Workstation, die hier in der Mitte ganz links zu finden ist und dort sollten ja auch die letzten Webinare sein. Da sehen Sie, wir haben ja heute den vierten Teil dieser zehnteiligen Webinarreihe. Die geht ja noch bis in den Januar. Ja, also da haben Sie, wenn Sie diese Webinare sich anschauen, wirklich 10 aufeinander aufbauende Webinare, die Ihnen dann ein umfassendes Wissen zur Trader Workstation vermitteln. Alle 14 Tage findet diese Webinarreihe statt. Das heißt hier, wir hatten schon Webinare, hier zum Beispiel die Grundlagen der Trader Workstation, das war der erste Teil. Dann hat man den zweiten Teil, da ging es um die Mosaikansicht in der Trader Workstation, wie man die am besten optimal einrichtet. Und dann hatten wir den dritten Teil. Ja, da ging es um Chartanalyse und Indikatoren, wie man aus dem Chart heraus handelt. Ja, also das, was dort die Trader Workstation bietet. Ja, also wenn Sie hier draufklicken, dann sollte sich, ja genau, jetzt öffnet sich hier das entsprechende Fenster und dann können Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Ja, auch das heutige Webinar wird aufgezeichnet. Ja, wie gesagt, der vierte Teil und können Sie sich dann gerne im Nachgang auch anschauen. Okay, ja, dann wechsle ich mal direkt in die TWS. Ich habe da schon ein paar Fenster geöffnet. Ich zeige Ihnen einfach jetzt mal hier so den Startbildschirm. Ja, die sollten jetzt die TWS sehen. Sehen Sie jetzt die Trader Workstation? Ich frage extra nochmal nach. Ich habe ja hier vier Bildschirme und dass ich dann auch mal den richtigen Bildschirm übertrage. Okay, wunderbar. Was sieht man dort? Das ist der Dow Jones, also die Aktien aus dem Dow Jones Index. Ja, den ich mir hier als Watches angelegt habe. Ich kann das Fenster auch ein bisschen größer machen. Da sieht man halt hier wirklich mal alle Werte. Ich muss mir hier die Spaltengröße noch ein bisschen anpassen. Ja, und jetzt will ich Ihnen anhand der Aktien aus dem Dow Jones mal zeigen, was möglich ist. Okay, fangen wir mal an. Ganz oben steht Apple.
Wer weiß, was ab heute irgendetwas Wichtiges mit Apple passiert? Hat einer eine Idee? Kommt ein neues iPhone raus oder eine neue Apple Watch oder was könnte heute interessant sein, wenn man Apple-Aktien besitzt oder vorhat, diese zu kaufen? Quartalszahlen, Earnings, richtig, genau. Vorbörslich oder nachbörslich? Ja. Das ist, denke ich mal, auch einfach zu beantworten. Ne? Vorbörslich, dann hätten wir die Zahlen ja schon gehabt. Die kommen nachbörslich. Es gibt ja hier die Möglichkeit, zig Spalten sich einzufügen. Ja? Also hier in diese Watchlist. Ja? Sie sehen das hier, Finanzinstrument, Firmenname, Börse, Ticker, Position, Geldkurs, Briefkurs und so weiter. Ich kann das jetzt alles vorlesen. Auch das Dividendendatum, ja? Also hier bei Apple in dem Fall der 10. November. Aber leider gibt es keine Spalte Earnings. Also vielleicht kennen Sie die Spalte zufällig, kann ja auch sein, aber ich habe sie noch nicht herausgefunden. Das heißt, wenn ich hier Spalten hinzufügen möchte, gibt es ja Hunderttausende von Spalten. Ja, aber die Spalte Earnings habe ich bisher nicht gefunden, beziehungsweise es gibt natürlich einen kostenpflichtigen Dienst hier, dieses WSH Corporate Events Kalender. Und da gibt es hier anstehende Gewinnbekanntgaben, beziehungsweise bevorstehende Ereignisse. Aber wenn man das hier auswählt, dann müsste man dann halt direkt ein Abo abschließen. Ja, also kostenpflichtig diese Daten. Also das heißt, irgendwie fehlt mir natürlich diese Spalte leider. Das heißt, wenn man sich für Earnings interessiert, dann könnten Sie beispielsweise auf Seiten zurückgreifen wie diese hier. earningwhispers.com und dann gehen Sie auf den Kalender und dann sehen Sie, ja, dass dort, hier steht auch Apple. Heute sind sehr, sehr viele Earnings. Also wenn man hier mal den Kalender aufruft, sieht man, ich hoffe, da kommt jetzt so eine Übersicht. Genau, heute, 2. November, before Open waren 265 Unternehmen haben Earnings, also ihre Quartalszahlen gemeldet. Und jetzt after close, also nach Börsenschluss, kommen 288 Unternehmen. Ja, morgen am Freitag ist es ein bisschen weniger, deutlich weniger, after close gar nichts. Ja, da ist schon praktisch Wochenende. Aber before open sind nochmal immerhin 51. Und nächste Woche Montag, Dienstag geht es dann weiter. Die Earnings Season ist gerade im vollen Gange. Und da sieht man natürlich dann auch, wenn man jetzt da draufklickt, beispielsweise Montag hier, welche Unternehmen dann hier die Earnings haben. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen natürlich zeigen, was die TWS bietet und dass die das auch, ja, versteckt will ich nicht haben, aber Ihnen natürlich auch anzeigt. Wenn Sie hier bei Apple die rechte Maustaste klicken und gehen auf Analyse-Tools, können Sie den Ereigniskalender öffnen. Ja, der öffnet sich dann in einem neuen Fenster. Das ziehe ich jetzt mal hier nach oben. Und dann sieht man hier Unternehmensgewinne, ja, November, der 2. Apple, Quartal 4, 2017. Und das hier ist ja der Konsens. Ups, jetzt habe ich es hier ein bisschen verschoben. Liegt bei 1,87 Dollar bei den Earnings per Share. Ja, man kann hier auch doppelklicken. Oder ich dachte eigentlich, man kann hier doppelklicken. Ach hier, Details zum Ereignis, rechte Maustaste, ja. Dann sieht man hier die Details. AMC steht nochmal After Market Close. Ja, also nachdem der Markt geschlossen ist. Am heutigen Tag. Ne, und hier nochmal der Konsens, Earnings per Share 1,87. Und die Call Time, also der Earnings Call sozusagen, ist dann um 22 Uhr unserer Zeit. Und Sie können da natürlich auch gerne anrufen. Finden Sie hier die Telefonnummer und das entsprechende Passcode, um dem Earning Call zu folgen. Ja, also diese Details findet man hier. Ja, mit der rechten Maustaste kann man dann hier auch noch weitere Dinge aufrufen. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Okay, also so findet man natürlich den Termin, wenn man sich dafür interessiert. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Boeing, das Boeing hatte ja schon Earnings,
Ebenfalls den Ereigniskalender aufrufe. Mal schauen. Ja, da steht das hier, ne? 25.10. Ja, da kann man, die Details werden ja auch nochmal aufgeführt. Kann man sich das nochmal anschauen. Also das war jetzt schon am 25. Oktober. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ist zufällig bekannt, von welcher Quelle diese Daten gezogen werden. Ja, ich meine, hier stand gerade die Quelle auch dabei. Also zumindest Sekunde. Hier bei den Details, da steht Reuters, ne? Quelle Reuters. Ja, es gibt verschiedene Quellen, die auf die Sie hier zurückgreifen können, auf verschiedene Dienste, die Sie abonnieren können. Aber Reuters bietet hier schon sehr, sehr viel. Okay. Es gibt aber natürlich auch einfach unter Analyse-Tools den sogenannten Ereigniskalender. Da haben Sie dann alle Ereignisse vom 2. November, also von heute. Ja, und da sehen Sie jetzt hier alle Earnings vor Eröffnung. Ja, oder nach der Schließung. Apple, Activision und so weiter. Das sehen Sie hier alles auf einen Schlag. Sind auch noch Wirtschaftsereignisse hier unten. Ne? Also das heißt, hier, da können Sie sortieren, möchten Sie, also welche Länder hier angezeigt werden sollen und so weiter. Da möchte ich jetzt auch nicht so detailliert drauf eingehen, aber da sehen Sie halt auch wirklich wichtige Wirtschaftsereignisse. Gucken, man kann hier natürlich noch mehr anhaken, dass dann auch einfach die Liste größer wird. Genau, und da hat man hier oben rechts den Scrollbalken und da sieht man alleine, wie viele Unternehmen hier heute schon ihre Quartalszahlen liefern. Okay. Ja, das ist wie gesagt der Ereigniskalender, finden Sie unter Analyse-Tools Ereigniskalender. So. Wenn Sie sich aber generell jetzt, und da kommen wir auch schon mal direkt zum Thema Fundamentalanalyse oder zu den Themen Fundamentaldaten, Sie möchten sich jetzt einfach über Apple oder ein anderes Unternehmen informieren, dann klicken Sie mit der linken Maustaste zweimal hier auf den Wert, dann öffnet sich dieses Fenster. Ja, ich schließe es nochmal. Eine Alternative ist auch rechte Maustaste. Jetzt muss ich suchen. Wenn es hier nicht direkt zu finden ist, dann ist ja auch hier unten so ein kleiner Pfeil, wo Sie draufgehen können mit der Maus, erweitert sich hier diese Liste mit den Einträgen. Gehen Sie hier auf Finanzinstrument Info und dann auf Beschreibung. Ja, und dann öffnet sich das gleiche Fenster. So, und jetzt wird es interessant. Ja, also jetzt kann ich Ihnen hier alleine schon den ganzen Abend oder mehrere Stunden was erzählen, aber ich werde halt nur ein paar Sachen herauspicken, die interessant sind. Fangen wir links oben an. Aktienbeschreibung, Apple Incorporated, also da steht einfach mal der Name. Basiswert, also das Kürzel AAPL, Wertpapiertyp Stock und so weiter. Ja. Dann Börsenplätze, der Sektor und so weiter. Und ganz wichtig, die Handelszeiten. Ja, hier steht die reguläre Handelssitzung und die verfügbaren Handelszeiten insgesamt. Aktuell ist ja die amerikanische Börse von 14:30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, bis halt in den USA auch die Zeitumstellung ist. Ich meine jetzt am Wochenende. Und dann haben wir wieder 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Das Ganze, es ist aber auch möglich, außerhalb dieser Handelszeiten zu handeln, also vorbörslich und nachbörslich. Das heißt, in der Regel ist es dann 10 Uhr unserer Zeit. Ja, bis 2 Uhr nachts, ja, jetzt von 9 Uhr bis 1 Uhr nachts, mitteleuropäische Zeit, können Sie schon die liquiden Aktien zum Teil halt auch vorbörslich handeln bei uns. Wenn Sie auf den Kalender klicken, dann sehen Sie es auch nochmal.
Ja, hier ist dann die Eastern Standard Time abgebildet. Ja, da können Sie sich auch nochmal informieren, falls Börsenfeiertage sind oder ähnliches, wie hier die wirklichen, wie die Handelszeiten sind. Ja, regulär natürlich 9:30 Uhr bis 16 Uhr, also jetzt 14:30 Uhr bis 21 Uhr und nächste Woche 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Okay, das ist hier der Kalender und dann gehen wir nach rechts zu den Fundamentaldaten. Ja, hier steht ja schon in der Überschrift Fundamentaldaten. Sie können sich natürlich auf einen Blick hier informieren. Was ist der Höchstkurs des aktuellen Jahres? Ja, was ist der Tiefkurs? Das steht dann hier, Höchstkurs, Tiefkurs. Ja, also der Höchstkurs in diesem Jahr war 169,49. Ja, also wir sind jetzt knapp drunter, wir stehen jetzt bei 167. Ja, das Tief lag knapp über 100. Die Marktkapitalisierung 865,3 B. Das B steht für Billions. Ja, bei uns im Deutschen sind das dann Milliarden. Ja, und jetzt kommen wir hier zu den Kennzahlen je Aktie. Earnings per Share ist wichtig. Ja, praktisch der Gewinn pro Aktie. Dann haben wir hier den Umsatz pro Aktie, Buchwert je Aktie, Cashflow je Aktie und solche Sachen. Sie können auch sich die Analystenprognosen anschauen. Und hier kommen wir zu den Dividenden. Ne? Die aktuelle Dividende und der Dividendenertrag. Ja, und dann kommen wir zu Fundamentaldaten, ja, also wie KGV zum Beispiel, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Was sagt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird auch im Englischen schon mal angegeben als Price-Earnings-Ratio. Ist eigentlich die bekannteste Kennzahl der Fundamentalanalyse. Ja, man erhält dieses KGV, also dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, indem man den aktuellen Kurs durch den erwarteten Unternehmensgewinn je Aktie dividiert. Ja, also im Prinzip Kurs geteilt durch Gewinn. Das ist dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wenn Sie jetzt nicht genau wissen, was diese Kennzahl bedeutet, können Sie hier rechts auch auf dieses i gehen. Ja, vielleicht ist die Übersetzung auch nicht mal ganz optimal, aber hier steht das halt, diese Verhältniskennzahl wird durch die Division des aktuellen Kurses durch die Summe des verwässerten Gewinns pro Aktie aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten vor außerordentlichen Posten und Rechnungslegungskosten aus den letzten 4 Zwischenperioden berechnet. Ja. Jetzt kommt eine Frage noch, und was mache ich, wenn die Daten falsch sind, weil ich habe bei einer Aktie, den Satz verstehe ich gar nicht, vielleicht wollten Sie sagen, was machen Sie, wenn die Daten falsch sind und Sie haben die Aktie, oder? Vermute ich jetzt einfach. Okay, und Sie hatten die Aktie. Okay. Ja, gute Frage, was Sie machen, wenn die Daten falsch sind. Kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Dann hat Reuters sich da dann wohl vertan. Aber ich gehe mal davon aus, dass Reuters die richtigen Zahlen übermittelt. Man kann die natürlich auch noch im Internet vergleichen mit anderen Datenlieferanten, also mit Bloomberg, ne, oder mit anderen Research-Tools, dass man dort dann einfach die Daten vergleicht. Also wenn Sie jetzt hier natürlich KG-Dividendenertrag jetzt hier lesen von 15%, ja, dann sollten Sie vielleicht auch dann Gefühl dafür haben und merken, dass die Zahl nicht stimmen kann. Also ich denke, die Zahlen hier alle sind ohne Gewähr, also blind vertrauen würde ich den Zahlen nicht. Aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stimmen die Zahlen auch hier. Okay. Kurs zu Umsatz, TTM. Weiß einer, wofür TTM steht? Wenn Sie das nicht wissen, wie gesagt, gehen Sie auf das I. Mit ein bisschen Glück ist das dort erklärt. Hier sehen Sie es im ersten Satz. Dem Fall auf Englisch, ja.
Trailing 12 Months. Also damit sind die letzten 12 Monate gemeint. Ja, also die Zahlen beziehen sich dann halt auf die letzten 12 Monate. Okay, ich lösche mal ganz kurz hier das, was ich hier reingemalt habe, alles. Okay. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist noch interessant, ja. Steht hier Kurs zu Buchwert 6,5. Ja, kann man sich auch hier aufs Info klicken. Das erhält man, indem man den aktuellen Kurswert einer Aktie durch den Buchwert der Aktie teilt. Und man sagt halt dann, dass die Aktie umso preiswerter ist, je niedriger das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist. Ja, und dass der faire Wert etwa dem Buchwert entspricht. Ja, beim KGV ist es ähnlich. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auch so. Je niedriger dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Ja, und eine Aktie, deren KGV im Prinzip dann unterhalb des langjährigen Branchendurchschnitts liegt oder branchenspezifischen Mittelwertes liegt, gilt als günstig. Ja, also wenn jetzt der Technologiesektor ein KGV hat von, weiß ich nicht, 25, ne, und Apple hat jetzt hier 19, dann ist Apple bezogen auf die Technologiebranche günstig bewertet. Weiß jemand von Ihnen, was das bedeutet, wenn man jetzt ein KGV von 10 hat? Also ein KGV von 10 bedeutet, dass das Unternehmen einen Gewinn von 10% in Bezug auf den Wert des Unternehmens oder den Wert aller Aktien zusammen macht. Und ein KGV von 20 heißt, dass der Gewinn dann nur bei 5% liegt. Okay. Ja, Kurs-Umsatz-Verhältnis, ja, sieht man hier ja auch, 3,87 ist eine Zahl, in der man die aktuelle Marktkapitalisierung eines Unternehmens ins Verhältnis zum Jahresumsatz setzt. Ja, da wird jetzt die Profitabilität des Unternehmens nicht berücksichtigt. Ja, also es wird oft zur Beurteilung von Aktiengesellschaften benutzt, die Verluste schreiben, ja, oder bei zyklischen Aktien auch. Ja, das KGV wird dann dort nicht benutzt, weil das Unternehmen dann noch keine Gewinne macht. Ja, und dort auch wieder ähnlich, wenn man da einen Branchenvergleich heranzieht, sind die Unternehmen eher günstiger bewertet, die dort ein niedriges Kursumsatzverhältnis aufweisen. Okay, das erstmal, das sind so Bewertungskennzahlen hier, KGVs. Ja, Kursumsatz, Kursbuchwert. Man kann sich auch über die Finanzstärke des Unternehmens halt informieren oder halt auch über die Erträge, ja, Gewinn vor Steuern und so weiter. Ich gehe nochmal weiter runter. Bruttogewinnspanne, Nettogewinnspanne, Umsatzrendite, ja, die Management-Effektivität beispielsweise, die durchschnittliche Gesamtkapitalrendite. Sind auch interessante Kennzahlen. Ja, hier kommen wir jetzt bei der durchschnittlichen Gesamtkapitalrendite schon eher auf eine Kennzahl, die halt einem Analysten hilft eher die Profitabilität der Firma zu bewerten oder einzuschätzen. Ja, sie gibt an, wie ein Unternehmen im Prinzip sein vorhandenes Kapital nutzt, um Gewinn zu erzielen. Okay. Eigenkapitalrendite ebenfalls, ja, interessant. Ja, oder auch Eigenkapitalquote.
zeigt im Prinzip einfach das Verhältnis des Eigenkapitals im Verhältnis zum Gesamtkapital. Okay, was kann man sich jetzt hier noch anschauen, außer diese wichtigen Kennzahlen? Man kann die natürlich mit anderen Werten dann vergleichen, mit der Branche vergleichen, wie ich schon gesagt habe, und kann dann unterbewertete oder überbewertete Aktien halt analysieren. Sie können sich aber auch hier, Sie sehen ja, das ist hinterlegt, dieser Link, hier oben bei Kennzahlen die Aktie, die Finanzdatenübersicht anzeigen lassen. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Ja, und jetzt haben Sie hier, in dem Fall jetzt bei Apple, die Finanzdatenübersicht der letzten Jahre und auch der letzten Quartale. Einmal grafisch aufbearbeitet und auch hier dann in Tabellenform. Was sehen Sie? Sie sehen im Hintergrund so leicht gräulich. Ich hoffe, dass Sie das erkennen können. Können Sie diesen Chart hierhin, der so leicht grau hinterlegt ist, ich gehe mal hier die Linie so längs, können Sie den erkennen? Vielleicht können Sie mir noch kurz Ja oder Nein Feedback geben. Ja, können Sie erkennen, ne? Genau. Also das ist der Aktienkurs. Hier steht es ja leicht grau, dunkelgrau auf schwarz, also ist vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen. Also sieht man grob gesagt hier den Aktienkursverlauf der letzten Jahre. So. Ja, und das hellblaue hier oder türkisfarbene, das sind die Earnings per Share. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ups, ja, Revenue sich anzeigen zu lassen oder die Dividenden. Ja, und da sieht man auch bei Apple hat jetzt auch seit ein paar Quartalen die Dividende immer wieder stückchenweise erhöht. Ja, sie ist nicht sehr hoch, aber immerhin. Sie zahlt Apple ein Unternehmen, was man auch aus Dividendengesichtspunkten für interessant halten kann. Ja, wenn ich hier mit der Maus drauf gehe, da öffnet sich dann auch noch so ein kleines Fenster mit den aktuellen Daten. Na, und hier sehen Sie das. Immer zusammengefasst. Revenue, Earnings per Share und Dividende. Ja, und hier von Jahr zu Jahr die Zahlen. Ja, einmal jährlich und dann hier quartalsweise. Ja, da sehen Sie hier 1, 2, 3, 4 Quartale. Okay. Hier ist zum Beispiel Quelle Morningstar und Thomson Reuters. Ja, also das wird immer dann auch angegeben. Sie können aber auch hier oben links direkt dann, also bei der Übersicht, ne, nochmal ganz kurz, ist der erste Schritt, da können Sie sich überhaupt über das Unternehmen informieren. Ne, da wird das Geschäftsmodell zusammengefasst, hier in der Business Summary, dann gibt es ein Financial Summary und hier auch grob die Verhältniskennzahlen, die ich ja Ihnen schon zum Teil gezeigt habe, Marktkapitalisierung, KGV, Umsatz, hier Aktie und so weiter. Wenn Sie hier auf More klicken, dann wird halt das Detaillierte angezeigt. Ja, hier haben Sie erstmal einen gesamten Überblick. Sie finden hier die Börse Nasdaq, der Wert ist ein US-Dollar, der Sektor ist Technology, die Branche ist Computer. Ja, hier nochmal die Handelszeiten. Ja, hier die, wie gesagt, Analystenprognosen, die Verhältniskennzahlen. Ja, hier die aktuellen Dividenden. Ja, wie viele Mitarbeiter hat Apple? Ja, 116.000 Stammaktionäre, wie viele Aktien ausstehend sind und wie viel Floating, also im Freiverkehr sind. Das sind alles interessante Werte. Ja, und wer ist der Direktor? Ja, Tim Cook. Ja, da sollte jeder, denke ich mal, kennen. Sogar mit Altersangaben hier. Da sehen Sie das ganze Board of Directors hier. CEO, ne? Und wer alles hier als Direktoren eingesetzt ist bei Apple. Kann auch noch ein bisschen runterscrollen, dann stehen ja noch Kontaktdaten, also die Adresse von Apple hier, ne,
Infinity Loop in Cupertino, Kalifornien, United States. Und Telefonnummer. Okay, wie gesagt, das ist die Übersicht. Finanzdatenübersicht, da waren wir gerade. Inhaberschaft noch mal ganz kurz, dass Sie es mal gesehen haben. Wie der Anteil der institutionellen Investoren ist oder Insider. Dann, wer die größten institutionellen Aktionäre sind. Ja, also hier sehen Sie die Vanguard Group, State Street, ja, und natürlich auch hier BlackRock. Ja, das sind also die großen Vermögensverwalter oder ETF-Emittenten, ja, also da, die dann beispielsweise Technologie-ETFs aufgelegt haben und dann natürlich hier auch in Apple investieren. Ja, und natürlich auch größte Insider-Aktionäre, ne, das sind dann hier die Personen, die dann die meisten Aktien halten. Ja, und hier unten und drunter Insider-Handelsprotokoll. Ja, also wenn einer, der als Insider halt definiert ist, dann halt wirklich Aktien kauft oder verkauft, kann man das hier auch nachvollziehen. Ja, also sehr, sehr mächtig auch dieses Tool, was Sie sich hier alles anschauen können. Und nutzen Sie einfach mal die Möglichkeit, die Ihnen hier die TWS bietet, sich damit einfach auch mal zu beschäftigen. Offene Short-Position, da gibt es keine Daten. Der Dividendenkalender, ja, auf einen Blick, wann welche Dividenden sind, wann ist das Ex-Datum, wann ist der Stichtag der Bezugsrechte, wann ist die Zahlung. Ja, und natürlich auch die Höhe der Dividende. Aktuell 63 Cent. Ja, und gestartet hat das Ganze im Jahr 2012 mit 37 Cent und wurde jetzt immer weiter erhöht. Hier war mein Aktiensplit 7 zu 1. Ja, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, im Juni 2014. Ich glaube, da war der Kurs damals bei $700 und dann ist der auf 100 runter. Okay. Analystenratings. Da kann man sich auch anschauen, wie haben die Analysten denn die Aktie aktuell bewertet? Ja, und hier sieht man Statistiken. Auf Buy sind 15 Analysten, die übertreffen 17, halten 6. Ja, Underperform und Sell ist die Aktie gar nicht eingestuft. Ja, dann sieht man Kursziele. Höchstwert 208, ja, Kursziel bei Apple. Das arithmetische Mittel liegt bei $175. Ja, man sieht dann rechts auch ein Protokoll der Analysten-Upgrades oder Downgrades. Ja, ob jetzt hier HSBC, Bernstein oder wer auch immer, halt die Aktie auf Übergewichten neutral oder kaufen eingestuft hat. Ja. Und an welchem Datum? Also jetzt gerade 31. Oktober, Zielkurs 200, ja, von diesem Analystenhaus. Ich guck mal, wenn ich draufklicke. Kommt auch noch die entsprechende Meldung dann dazu. Ja, also das letzte Kursziel war 196 und die haben das halt angehoben auf 200. Ja, mal gucken, was heute nachbörslich mit den Earnings kommt, was da mit der Aktie passiert. Okay, man kann das hier auch noch ein bisschen analysieren nach Briefing.com, Analyst Actions oder Street Insider. Ja, dann wird das ein bisschen gefiltert. Oder halt alle. Gut, dann gibt es Analysten-Ratings-Details. Ja, da kann man sich ein bisschen genauer anschauen, wie sieht das aktuell aus, wie sah das vor einer Woche aus, vor einem Monat oder vor einem Jahr. Also wie hat sich das jetzt im Zeitverlauf einfach verändert? Ja, und dann natürlich hier die News dazu. Ja. Wann ist was passiert? Wann? Hier, denn diese News hat man ja gerade. Wenn man jetzt eine andere News aufruft, hier, dann wird das direkt daneben geöffnet. Ja, Kurs die 208 und so weiter, HSBC bei 193 und so weiter. Okay,
Das dazu, Verhältniskennzahlen. Ja, nochmal der Überblick, was wir auch auf der eben bei der Eingangs, Startseite hatten. Also nochmal hier die ganzen Kennzahlen hier auf einen Schlag, auf einen Blick. Jahresabschluss. Also wenn Sie sich für Bilanzanalyse interessieren und dann können Sie sich natürlich auch den Jahresabschluss anschauen, die Ertragsrechnung, also die jährliche Ertragsrechnung. Ne, sehen Sie es hier von den letzten Jahren 2016, 15, 14 bis 11 runter. Ja, also sehen Sie hier wirklich Revenue. Ja, also da kam auch eben die Frage, wofür steht REV? Ne? Das steht für Revenue. Total Revenue und dann natürlich Bilanzzahlen und Bilanzsumme und so weiter. Ja, kann man sich auch quartalsweise anschauen, ne, die Erträge des Unternehmens. Man kann sich die Bilanz anschauen, auch quartalsweise oder jährlich. Ja, also da sehen Sie alle Punkte, die in der Bilanz wichtig sind, hier auf einen Blick. Und die Kapitalflussrechnung, wenn Sie sich dafür interessieren. Auch jährlich und quartalsweise. Also man kann hier schon, wenn man da Lust und Zeit zu hat, sich natürlich intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen und da wirklich sich hier die Bilanz und Ertragsrechnung halt auch anschauen. Okay, so viel zum Jahresabschluss, dann Analystenprognosen. Ja, hier hat man wieder den Schätzungstrend, ja, so einen Überblick und auch die Konsensschätzung. Was die einzelnen Sachen, also was die einzelnen Kennzahlen angeht, ne? Buchwert, die Aktie, Kapitalaufwand, Cashflow, ja, die, ups, jetzt habe ich hier weg, Earnings per Share. Wo waren wir eben bei Dividenden, ja, was da die Schätzungen sind beispielsweise. Okay. Ähnliche Produkte. Ja, da kommen jetzt einfach Aktien oder eine ganze Reihe von Aktien, die vielleicht ähnliche Produkte anbieten. Da kriegen Sie hier eine ganze Liste. Das ist praktisch ein Aktienscreener sozusagen. Jetzt heben Sie hier die Top Gainers, Top Losers, Most Active, also einfach in diesem, in dem Sektor Computer beispielsweise. Ja? Und dann werden Ihnen diese hier im Aktienscreener angezeigt. Kann man natürlich auch noch die Spalte hinzufügen, wenn man jetzt nicht weiß, wofür das Kürzel steht, kann man sich, sagen wir mal, den Firmennamen noch einblenden lassen. Ach, der ist jetzt hier rechts, da sehen Sie hier Brocade Communication, Hewlett-Packard, 3D Systems und so weiter, ne? IBM, BlackBerry, Checkpoint, Seagate. Was haben wir noch? Ah, ne, das hier ist alles, was gratis abrufbar ist. Ja? Alles rund um die Fundamentaldaten. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ich schließe mal das Fenster. Also Sie kommen übrigens hier auch, wenn Sie über das Ausgangsfenster gehen, möchten direkt in die Bilanz, ja, mit einem Klick hier und dann öffnet sich sofort die Bilanz. Ja? Oder wenn Sie jetzt hier die Ertragsrechnung haben möchten, dann gehen Sie hier zack auf die Ertragsrechnung. Ja, oder alternativ halt hier oben links wählen Sie dann wieder alles aus. Okay. Was ist noch interessant? News sind interessant. Rechte Maustaste oder beziehungsweise den Wert einfach anklicken und dann können Sie hier auf Nachrichten klicken. Ja, dann kommen aktuelle News rund um Apple. Teilweise auch andere News. Also Sie sehen das jetzt hier. Reuters war um 18 Uhr. 19 hier diese News von Reuters. Ja, da wird erstmal hier Katalonien-Krise, Bank of England, die Koalitionsverhandlungen und dann geht es auch auf die Märkte. Ja, das sind praktisch allgemeine News und dann schaue ich mir eben, ob jetzt hier auch was zu Apple steht. DAX, Siemens, MDAX, Termine, Evonik und so weiter. Ich scroll mal weiter runter.
Vielleicht stand jetzt hier was von Apple dabei, ich habe es jetzt übersehen, auf die Schnelle. Aber Tenet, also das sind, kann auch, können jetzt auch einfach News von heute gewesen sein, wo ich jetzt Apple vielleicht überlesen habe. AT&T kommt vor AXA. Okay, egal. Aber tendenziell sollten halt hier auch News zu dem Unternehmen halt angezeigt werden. Zusätzlich natürlich auch weitere News. Das heißt, Sie können hier sehen Sie das ja, beispielsweise einfach die Meldung, dass der Kurs etwas gestiegen ist. Aber das war jetzt schon die komplette Meldung. Ja, oder hier, hier haben Sie was zu Apple. Ja, oder hier von Reuters. Ja, Apple Shares und so weiter, die 44% dieses Jahr gestiegen sind und so weiter. Also das ist auch wichtig, dass Sie die Rubrik News kennen und die einzelnen Reports, die man hier abrufen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter, wie gesagt, Bloomberg, Reuters, hier sehen Sie Fly. SA ist, glaube ich, Seeking Alpha. Ja, also wenn Sie da drauf klicken, dann öffnet sich tendenziell eine Homepage. Ja, Seeking Alpha. Moment. Ja, hier. Aber Sie können sich auch halt Reports von Alta Vista beispielsweise anschauen. Wie geht das? Da schließe ich mal ganz kurz diese News-Seite. Dann gehen Sie hier auf die rechte Maustaste, gehen auf Analyse-Tools und dann Analysten-Recherche. So, öffnet sich dieses Fenster hier und dort können Sie zum Beispiel einen ZEX-Report hier aufrufen. Ja? ZCK. So, wenn Sie den öffnen, dann öffnet sich hoffentlich ein PDF. Ein PDF-Dokument. Wahrscheinlich auch auf dem anderen Bildschirm. Sekunde. Genau, da ist er. Ja, und dann kriegen Sie jetzt hier von ZEX ein Analysten-Rating hier mit 3 eingestuft. Ja, also halten und eine Summary, wo halt das Unternehmen Apple analysiert wird. Ja, wird ein bisschen beschrieben, was die machen und so weiter. Ich überfliege das jetzt halt nur mal schnell, damit Sie überhaupt mal sehen, was es hier alles gibt. Ja, also es werden hier die Fundamentaldaten analysiert und aufgeführt und das Ganze halt auch grafisch aufbereitet. Ja, hier wird nochmal das komplette Unternehmen etwas näher erläutert, ne? 1977 gegründet. Ja, Earnings per Share, Surprise, also wann gab es Überraschung oder halt auch Enttäuschung, ne? Also sehr viele Überraschungen hier in der letzten Zeit. Hier gab es mal eine Enttäuschung Anfang 2016. Die anderen Quartalzahlen waren eher überraschend positiv oder haben die Erwartung übertroffen. Gründe, warum man die Aktie kaufen könnte. Auch Gründe, warum man die Aktie verkaufen könnte. Hier der letzte Earnings Report ist hier auch aufgeführt. Aktuelle News, ja, aus den letzten Tagen oder Wochen. Ja, das ist sehr, sehr umfangreich, was hier dieser Report ist. Und wie gesagt, ist für Sie gratis. Die Peer Group, also die Vergleichsgruppe, wird hier gezeigt. Ne, IBM, Hewlett Packard, Cisco und so weiter, ne, wie die geratet sind. Die gesamte Industrie halt, wie die gerankt ist hier bei ZEX. Und also sehr, sehr interessant. Ja, und wie gesagt, ein Klick und dann haben Sie diesen Report schon geöffnet. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, hier unter Analyse-Tools zu gehen, Analysten-Recherche. Ja, und dann können Sie zum Beispiel auch hier Alta Vista Research beispielsweise aufrufen. Ach, Entschuldigung, das ist für ETFs. Ja, das wollte ich Ihnen auch zeigen. Wenn Sie einen ETF haben, dann können Sie sich den Alta Vista Research anschauen. Suchen wir mal kurz einen ETF. Ich hatte auch einen vorbereitet hier. Beispielsweise ein XLV. Ja, das ist der Healthcare-Sektor.
Ja, wenn man den jetzt sich anschauen möchte, geht man auf Analyse-Tools, Analysten-Recherche und dann nach rechts und nimmt dann Alta Vista ETF Alternatives. Ja, dann kriegt man Alternativen. Ja, sieht die Seite so aus. Also Alternativen zu dem XLV ETF. Ja, da gibt es den IYH, das ist dann halt hier einer von iShares. Ja, oder der VHT ist der Vanguard Healthcare ETF. Ja, und dann sieht man hier die Übereinstimmung zu 91, 87% und so weiter. Kann sich auch dann hier den Research Report anschauen, ne, wie dieser iShares Healthcare Sektor, dieser ETF halt bewertet wurde von Alta Vista. Ja. Oder wenn man direkt den Report haben möchte, wieder hier auf Analystenrecherche und dann hier auf Alta Vista Research. Und da sieht man hier die ganzen Summaries, ne, die es von Alta Vista gibt. Ja, und wenn man jetzt hier einen bestimmten sich rauspickt, dann öffnet sich direkt das jeweilige ETF. Entschuldigung, das PDF zu diesem ETF. Okay, ja. Gibt es dazu, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, noch Fragen? Oder ich gucke mal selber rein, welche Fragen schon vielleicht reingekommen sind, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, wie öffne ich das Fenster schnell oder muss ich über die Beschreibung gehen? Sie hatten was zu einem Doppelklick gesagt. Also wenn Sie jetzt hier einfach einen Wert haben in der Liste, können Sie mit linker Maustaste doppelklicken, dann öffnet sich direkt dieses Fenster hier. Ja. Also beispielsweise das Activision, linke Maustaste hier und dann öffnet sich direkt dieses Fenster und dann kommt man auf alles. Wie weit zurück historisch kann man sich die Charts der Aktien ansehen über die TWS? Das weiß ich gar nicht auswendig, hängt aber auch von der Zeiteinheit ab. Also wenn Sie jetzt hier sich einen Chart aufrufen, haben Sie jetzt hier Tagesbalken. Ja? Wie weit kommen wir da zurück? Hier bis August 2016. Sie können aber auch wöchentliche Balken gehen, dann sind wir hier bis 2012. Beziehungsweise es gibt auch hier den Zeitraum maximal monatlich beispielsweise. Dann kommt man jetzt hier bis 1993, in dem Fall bei Activision. Ja, also es hängt wie gesagt von der Zeiteinheit ab. Ja, bei wöchentlichen Kerzen. Das ist jetzt nicht so optimal, der Chart. Ja, ansonsten gibt es hier halt feste Zeit, ein Jahr und täglich, da kommt man genau ein Jahr zurück beispielsweise. Gibt es die ZEX-Berichte jeden Tag überarbeitet? Ah, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Da müsste man mal schauen. Also ob die täglich überarbeitet werden, denke ich mal nicht. Aber die kommen schon recht regelmäßig. Wie gut sind die, kann ich auch nicht zu sagen. Also ich habe mir jetzt nicht die Berichte alle angeschaut und das irgendwie geschaut, ob das gute sind oder schlechte. Wie gesagt, es gibt hier die Möglichkeiten, kann ich Ihnen auch kurz zeigen, was Sie hier alles überhaupt abonnieren können. Ja, Analyse-Tools, gehe ich nochmal kurz drauf, Analysten-Recherche. Hier sehen Sie, was alles abonniert ist. Ja, Alta Vista, Hedgefinder, ETF-Alternativen sozusagen, dann dieses Reachbriefing.com. ETF Guide Research gibt es auch, ne, und so weiter. Oder diese ZEX Company Reports, die hatte ich ja eben schon auch genannt. Und dann gibt es auch noch welche, die Sie kostenpflichtig hier abonnieren können. Ne? Also Sie sehen hier Hammerstone Reports, ja, Sie finden Morningstar-Analysen, die zum Teil, also wie gesagt, alle kostenpflichtig dann auch sind, aber Wall Street Horizon und so weiter. Ja, also können Sie alles te teilweise auch gratis testen, einen Monat lang und dann natürlich vergleichen. Ja, ETF Guide gibt es dann auch bestimmte Reports, die man sich anschauen kann. Die sehen dann so aus. Ja, also
Schauen Sie einfach mal in die TWS, spielen Sie mal ein bisschen rum, probieren Sie die ganzen Tools aus, die hier angeboten werden. Wie gesagt, News, ja, kann man sich hier ein Fenster öffnen, was einfach hier so als Broadtape, wo die wichtigsten News angezeigt werden. Man kann sich ein Fenster anzeigen, einfach diese Street Insider Top-Nachrichten, ja, was eigentlich wirklich jetzt die Top-News sind. Sie können sich hier auch Marktsignale beispielsweise anzeigen lassen, ja, dann werden einfach hier bestimmte Werte hier aufgeführt, die sich besonders bewegt haben, ja. Zum Beispiel hier der Wert NWL, ja, ist jetzt hier 26% heute gefallen. Social Sentiment, ja, das ist hier dann Stock Twits, ja, die Abkürzung STW steht für Stock Twits. Ja, sowas wie Twitter halt für Aktien, ja, dann öffnen sich die entsprechenden Seiten mit irgendwelchen News zu oder auch Analysen zu entsprechenden Werten. Ja, alles hier ist alles von Stocktwits. Ja, so können sich verschiedene News anzeigen lassen. Sie können auch hier Bloomberg TV öffnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig übertragen wird, aber Sie sollten da zumindest grob ein Bild sehen. Ja. Da können Sie sich dann auch live Bloomberg TV zum Beispielsweise anschauen. Ja, das war es von meiner Seite. Ein kurzer Überblick hier in die TWS, wo ich einfach mal die ganzen Tools oder einige der Tools zeigen wollte, was Sie nutzen können, wie Sie Unternehmen etwas ausführlich analysieren können mit den hier eingestellten Tools in der Trader Workstation. Sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, die Datenfeeds hier der News und der Analysen können Sie halt wirklich auch zum Teil kostenpflichtig erweitern. Aber es steht auch sehr viel kostenlos zur Verfügung. Ja, also wenn Sie sich hier einfach mal anschauen, was hier möglich ist, da lässt sich also auch sehr viel gratis also abfragen. Kann man Nachrichten sortieren nach Wichtigkeit? Ja, es gibt die Möglichkeit auch hier bei den Nachrichten, da ist hier so ein Ranking, ja, hier oben, ich mache das mal ein bisschen breiter, Ranking, eine positive oder eine negative 1, ja, das sagt eher natürlich, ob die Aktie, ob das jetzt eine positive Meldung oder eine negative Meldung war. Ja, nach Wichtigkeit, dass man sagt, das ist eine 5-Sterne-News oder 4-Sterne-News, diesen Filter kenne ich jetzt nicht. Okay, dann kam noch eine Frage, wie kann man die Farben bei der Veränderung anzeigen lassen? Meinen Sie jetzt hier, wenn eine Aktie steigt oder fällt, das wird automatisch angezeigt. Ja, also wenn Sie Realtime-Kurse abonniert haben, dann sehen Sie hier die Veränderung, positive Veränderung grün und die negative Veränderung rot. Also hier stärkster Wert heute im Dow Jones McDonald's mit 1,14%. Ja, hier habe ich übrigens auch einen benutzerdefinierten Screener, ja, wo ich beispielsweise auch hier das KGV mit eingefügt habe. Ja, das heißt, hier kann man auch dann nach KGV sortieren. Und sieht, der günstigste Wert ist jetzt nach KGV des Verizon, dann Goldman Sachs und IBM. Ja, wenn Sie keine Realtime-Kurse haben, ich glaube, dann sehen Sie auch nicht diese farbliche Veränderung. Das wird nur eingefärbt, wenn Sie da Realtime-Kurse haben. Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen deutschen Wert nehme, beispielsweise Allianz. Ich glaube, da habe ich keine Realtime-Kurse. Doch, da hatte ich auch Realtime-Kurse. Sekunde. Ja, hier ist ein Wert. Ja, da sehen Sie die Veränderung. Da ist es farblich grau hinterlegt. Okay, also ich sehe keine Fragen mehr. Wenn, wie gesagt, nutzen Sie die Möglichkeit, noch Fragen reinzutippen in den Chat, dann werde ich die gerne noch beantworten. Ich bin soweit durch mit meinen Themen, die ich Ihnen zeigen wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war mal was anderes. Bisschen theoretisch heute natürlich, aber ich denke auch trotzdem sehr interessant, dass man sich auch mal mit den Fundamentalkennzahlen beschäftigt
Und ja, gerade bei Earnings oder bei Dividenden ist es ja doch sehr, sehr spannend, was man hier alles abfragen kann, denke ich. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend, eine schöne Woche, viel Erfolg an der Börse und würde mich freuen, wenn ich Sie bei einem der nächsten Webinare erneut begrüßen dürfte. Also, bis bald und einen schönen Abend. Tschüss.